Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Ja. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Aber das Christlibär-Modell brauchst du bestimmt nicht. Raufaserleinwand. Hirschmodell. Stachelschwein. Okay, wir haben was. Wir haben das E-Essen. Wir haben das Essen für das E. Wir haben das. Die ja, Tierstatuen für das E. Jetzt fehlt nur noch die Emotion. Jetzt müssen wir die. Die Masken müssen wir abkriegen. Ja. Ja, gut, wir haben das Werkzeug immer noch nicht. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Tja. Nee, da kommen wir gerade her. Zum Brunnen. Da ist der alte Shawnee noch. Tja. Genau. Was? Was macht der denn da? Memphis. Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ein Kellerkind, wie es aussieht. Ja, Kellerkind. Stehst. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aha. Aber psst, sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Nächste? Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Aha. Oh, wir brauchen eine Bombe. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, ich weiß, wo wir eine Bombe herkriegen. Er hat es eingesteckt. Der Untergang ist nah. Was? Verdammt bin ich, verdammt bist du. Was? Apokalypse now. Was? Der Untergang ist nah. Das ist ein sehr schönes Lied. Apokalypse now. Ein so fröhliches Lied. So ein fröhliches, lebensbejahendes Lied. Ich habe doch einen Sprengzünder. Vielleicht. Er hat gesagt, der. Das hält ihn vom. Ja. Jetzt hat er sich wieder. Er hat doch gesagt, das hält ihn von einem Sprengzünder fern. Ofen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Oh wei. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Was? Nicht? Ich dachte, können wir den mal hier Das rufen. War der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Tja, zum Schulteich. Ach, das ist der Schulteich. Ist ja interessant. Das sieht für mich aus wie eine Pfütze. Aha.
an allen Ecken und Enden gespart. Gut, Schlafsaal. Wollt ihr vielleicht einen Sprengzünder? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Es ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuko. Schnell. Womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Was? Niemand nennt mich Ungumbo. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. Niemand. Niemand nennt mich Ungumbo. Ein feuerfester Kessel oder so. Ich bin voll Gumbo. So, aber jetzt... Die Nadel können wir doch bestimmt noch gebrauchen hier. Warte kurz, ich nehme mal. Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lilly erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Ach so, ja. Da kennen wir ja einen. So, Sprengzünder, Ofen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis versteckt fand. Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Achtung. Ach du meine Fresse, die Zensurgnome. Der Pinsel schon wieder, der Zensurgnome. Ah ja, schön. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Joa, na dann. Haben wir doch jetzt was, womit wir ins Kloster gehen können und hier oben. Na, jetzt haben wir doch hier Haarnadel, das müsste doch reichen. Perfekt, die Haarnadel passte genau in die Löcher. Nice, jetzt haben wir eine traurige Maske. Haarnadel. So, dann weiß ich zwar noch nicht weiter, wie wir was jetzt wo platzieren müssen, aber... Ja gut, jetzt haben wir alle Zutaten. Klosterflur. Sammlung. So, wir haben das Essen eh, wir haben das Tierkopf eh, das Emotionen eh und das Eigenschaften eh. Regalplatz. Das war die wenn eine Emotion. Tja, Apfel, das war doch ziemlich richtig, oder? Da können wir den drauf lagern. Was? Nummer 3? Apfel? Apfel war hier ziemlich richtig. Apfel. Ja. Bär würde ich für den Apfel mit Bär und mit Bär was ja mit fröhlicher Maske Apfel mit Bär und fröhlicher Maske vielleicht und mit fröhlicher Maske was kennen wir uns? Das ist bestimmt falsch. Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnis? Ich glaube, alles, was genauer gesagt beantwortet, das. Warte mal. Okay, jetzt wird ich das uns dir bestimmt doch noch etwas erzählen.
Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Na dann. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Das klingt doch bis jetzt nicht schlecht. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt dir überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Ach, so ein Mist. Die wütende Maske. Ja, der Apfel, ja. Eine wütende Maske. Dann haben wir hier wütende Maske Elch und wütende Maske Kokosnuss. Also wütende Maske Elch Kokosnuss. Vielleicht. Ja, das könnte eine von drei Möglichkeiten, die wir hier haben. Wütende Maske. Elch Kopf. Hirsch. Ja, so. Hirsch und Kokosnuss. Das war jetzt hier die Version, die haben wir gerade ausprobiert mit den Beeren. Jetzt haben wir hier das hier so wütende Maske, Kokosnuss und hier den Elch. Ja, den Hirsch. Versuchen wir es damit. Was? Kennen wir uns? Aha. So, Tempelritter. Na komm, erzähl mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze Na, gebaut. Na, erzähl, alter Kreis. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Okay, sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe. Inklusive der Bedeutung der geheimen Tempelsymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Ich dachte, wir müssen gleich nochmal. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Die würde ich gerne mal hören. Wir haben ein Buch, ein altes Buch. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Warum hat das uns nicht leicht gegeben? Über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Da rätseln wir die ganze Zeit da. Sicher interessieren. Meine Fresse. Da rätseln wir hier die ganze Zeit umher und der hat ein Buch in seiner Tasche stecken, wo er alles aufgeschrieben hat. Es ist... Ja, klar. Dann überreicht uns nicht gleich das Buch, in dem es drin steht. So, der Frank, der braucht das jetzt für die Grabkammern hier. Frank! Was ist denn jetzt schon wieder, Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole. Ach du Schreck. Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja... Das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, Nein. Du hast die Lösung. Ein Rätsel. Willkommen zu Let's Play Sudoku. Statt Zeilen mit Wappen. Und hier steht ein kleiner Hinweis. Oh nein, ich bin doch gerade erst mit dem letzten Rätsel fertig. Nein, warum?
Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kamen Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war.